Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Baldur's Gate 2. Ich habe jetzt mal das ganze Zeug aus den Beuteln verkauft. Wir haben jetzt auch ein stolzes Vermögen mittlerweile fast 90.000 gebracht. Von jetzt mittlerweile ja, knapp 400.000. Es wird. Ich warte. Ich hätte eigentlich noch eine Runde rasten können, ne? Aber. Andererseits, vielleicht passiert ja auch irgendwas, von daher. Schauen wir doch mal nach. Nö. Gut, damit wären alle wieder fit. Wir hätten alle unsere Dings wieder. Sarah, Söldnern. Bevor ich mich um dich kümmere, würde ich allerdings ganz gerne mal. So, mach mal Platz bitte. Danke. Früher einmal hat euer Kloster für diese Stadt gesorgt. Doch unter Balthasar habt ihr uns aufgegeben. Die Menschen verhungern und das Kloster tut nichts. Balthasar ist mit wichtigeren Dingen beschäftigt, alter Mann. Bah! Er stellt Söldner und Magier für eine Armee zusammen. Und das soll wichtiger sein, als hungernde Kinder mit Lebensmitteln zu versorgen? Ihr habt ja keine Vorstellung von dem, was das Kloster alles in Bewegung gesetzt hat. Geht zurück zu euren Predigern und lasst mich in Frieden. Nein, das ist einfach zu wichtig. Ich verlange ein Treffen mit Balthasar. In Joaquins Namen. Er muss den Wahnsinn seiner gefühllosen Handlungen endlich erkennen. Ihr habt mir oder dem Kloster gegenüber keine Forderungen zu stellen. Balthasar hat mit dieser jämmerlichen Stadt nichts zu schaffen. Verschwindet! Und bittet von mir aus euren toten Gott, diese Menschen zu versorgen. Gotteslästerer! Die Tyrannei eures Klosters werde ich keine Sekunde länger hinnehmen! Ihr wagt es, mich anzugreifen, alter Mann? Euer Tod wird schmerzhaft sein. Na, ja, vielleicht gehen wir da mal dazwischen. Ja. Das war's. Was haben wir denn da? Da ist der Eichenring. Sehr gut. Jo, dann sammeln wir den direkt schon mal ein. Gut, dann kann ich den ja schon mal von der Liste streichen. Da ist mein Stift. Brauchen wir noch eine Nymphenträne. Cool. Haben wir noch einen Hirte? Ihr habt Gott kurz Zeit, so mit euch reden. Glaub bloß nicht, was die ganzen Leute sagen. Balthasar ist kein Kind Bals. Er hasst sie. Er hasst sie alle. Ich habe selbst gehört, wie er es gesagt hat. Hm? Ja, das ist alles noch mehr oder weniger Kleinkram. Männchen, Mädchen, Kuh. Oft auch synonym zu gebrauchen. Ja komm, dann gehen wir doch mal da oben gucken, was da so abgeht. Oma, Katzen. Bitte verschont mich. Ich flehe euch an. Diebischer Bauerntrampel. Betteln hilft euch jetzt auch nicht weiter. Wir werden ein Exempel an euch statuieren, damit es sich die anderen künftig zweimal überlegen, ob sie uns bestehlen wollen oder nicht. Ich bitte euch, meine Tochter wollte nichts Unrechtes tun. Ihre Absichten waren lauter, auch wenn sie falsch gehandelt hat. Lautere Absichten? Wie wollt ihr es rechtfertigen, dass eure Tochter unser sauer verdientes Gold gestohlen hat, Bürgermeister Harad? Die Leute hungern. Nahrungsmittel sind äußerst knapp.
Asanah braucht euer Geld, um auf dem schwarzen Markt Brot für die Armen zu kaufen. Die Probleme eurer Stadt gehen uns nichts an, Bürgermeister. Eure Ausflüchte können die Verbrechen eurer Tochter nicht entschuldigen. Bleibt zurück, Bürgermeister! Ihr könnt hier nichts mehr tun! Macht Frieden mit eurem Gott, Asada! Ihr habt euer Leben verwirkt! Bitte, kann dir niemand meine Tochter helfen? Hat denn keiner den Mut, sich gegen diese Bande zu erheben, die sich in unserer Stadt eingenistet hat? Seid still, Vater. Die Stadtbewohner haben Angst. Sie werden nicht eingreifen. Ich muss die Konsequenzen meiner Handlungen selbst tragen. Nein, das ist einfach nicht in Ordnung. Asana hat nichts Falsches getan. Ihr da, Fremder, ihr habt hoffentlich keine Angst vor diesen Söldnern. Könnt ihr meiner Tochter helfen? Ich werde euch helfen, so gut es mir möglich ist, Bürgermeister. Ich danke euch. Ich befürchte, dass diese Söldner Asana gleich hier auf offener Straße hinrichten werden, wenn sich niemand für sie einsetzt. Bitte, beeilt euch! Okay. Kenne ich euch? Das hier geht euch nichts an. Macht, dass ihr weiterkommt. Ich werde nicht zulassen, dass sich dieses Mädchen umbringt. Diese Frau ist eine Diebin und sie wird für ihre Verbrechen bezahlen. Sie stahl, um hungernden Kindern zu helfen. Das ist vertretbar, wenn ihr mich fragt. Wir sind Gäste in dieser Stadt und ausgerechnet die Töchter des Bürgermeisters wagen, sein Geld zu stehlen. Das ist eine Unverfrorenheit, die mit Blut bezahlt werden muss. Jetzt tretet zur Seite und behindert nicht länger den Lauf der Gerechtigkeit, sonst müsst ihr die Konsequenzen tragen. Wie wär's, wenn ich euch den Schaden ersetze? Uns den Schaden ersetzen? Wir reden hier von mindestens 4.000 Goldstücken. 4.000 Goldstücke für ein bisschen Brot. Na gut, ich meine, mittlerweile, wir haben ja auch Inflation. Das wird bei uns wahrscheinlich auch nicht mehr lange dauern. Aber... Und denk doch an die Botschaft, die wir den anderen Möchtegern-Dieben in dieser Stadt auf den Weg geben, wenn wir sie frei ließen. Wir bräuchten mindestens weitere 1.000 Gold, um mit den Unannehmlichkeiten fertig zu werden. Ja. Ich gebe euch 3.000. Dann sind wir unser Handels eigentlich, guter Mann. Es war uns ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen, werter Herr. Asana, es steht euch frei zu gehen. Okay, ja, ich glaube, das war besser als nichts. Ich meine, wir haben jetzt eine Menge Geld gemacht. Die 3.000 Euro tun, Gold tun ja nicht mehr weh. Ja, vielen Dank, mein Fürst. Ich weiß nicht, wie ich mich für die Rettung meines Lebens erkenntlich zeigen kann. Jedoch wird euch mein Vater sicherlich eine kleine Belohnung zukommen lassen können. Und jetzt entschuldige ich mich bitte. Es war einfach alles zu aufregend für mich. Okay, dann gib doch mal Belohnung. Meine Tochter verdankt euch ihr Leben. Ich wünschte, ich könnte euch mehr geben. Aber auf jeden Fall bestehe ich darauf, dass ihr diese kleine Belohnung akzeptiert. Ich werde in ganz Amketran verbreiten, dass ihr das Leben meiner geliebten Asana gerettet habt. Cool. Es gibt 5.000 Erfahrungspunkte. Oh, nochmal 500 Geld und einen Umhang. Mir fällt auch gerade ein. Ja. Ich habe mir den Eichenring noch gar nicht angeschaut. Das muss ich auch mal noch ausleeren bei Gelegenheit. Eine Nymphentrainer habe ich sogar. Okay, dann haben wir beides beisammen. Sehr schön. Okay. Ich habe vergessen, das abzuhaken. Gehe ich noch mal kurz in die Dings. Bei den Ding, den kann man eventuell auch noch mal. So. So das Eichenholzgewicht. Okay. Aber der hat, glaube ich, sonst keine Fähigkeiten gehabt, ne? Ja, ich glaube, ich gehe wirklich nochmal zurück und lass mir da mal Schmieden draus. Lios Umhang. Der magische Umhang.
Eine magische Schlie... Ah, okay, ja. Okay, der wird dann auch nochmal aufgewertet oder ist theoretisch aufwertbar. Ja, ich schau mal, was wir da machen können. Also nochmal kurz zurück. Ich hoffe, das bringt was. Cespina stolz, dem Großen zu dienen. Oh, muss auch das Schwert, das brennt? Habe Creme. Gucke weiter. Sollte Rucksack. Ah ja, Quecksilber brauchen wir ja noch, ne? Für das Schwert. Baal hatte einen davon. Stocherte zwischen Zähnen damit. Keine Manieren der. So, genau, da hat auch ein Stein zu viel gefehlt. Wenn ich falle in Rucksack, da! Hindus Verdammnis! Ich glaub's ja nicht! Hindus Verdammnis! Okay, Hindus Hand. Für das Katana. Ah, der Flegel für alle Kopfgrößen. Der falsche Kopf. Genau. Flegel. Gift und Elektrizität. Sicher. Was das? Ihr habt einen Hammer? Baal hat sich mal Hammer auf großen göttlichen Zeh gehauen. Ist tagelang rumgesprungen und geflucht, wirklich. Rune? Dass ich bis Bator geflogen bin. Blöde. Für den das. Hammer? Vielleicht habt ihr ja auch ein paar. Ein Duschvorhang? Oh, genau, das war die Schriftrollen. Was haben wir denn da? Ein Buch. Gute Nachtlektüre. Gut, Golem, ja. Der Leitfaden der Golem-Konstruktion. Da habt ihr was, das riecht wie Dreck. So, genau. Gewaschen werden das. Ah, genau, die Schließer haben wir tatsächlich dazu. Sehr gut, dann gib ihm. Okay, bitte zurückgehen. Neues Rezept, noch nie probiert vorher. Wäre vielleicht was für... Wunderschön. Kalia. Geht wieder an die Arbeit. Oh ja, viele schöne Sachen finden. Nicht Kalia. Sammeln. Quatsch. Jahira, meine ich. Ich hab irgendwie Jahira und Kali zusammengeworfen. So, schauen wir mal. Was bringt der? Minus 2 mit 2 Tand. Na gut, bringt die auf jeden Fall mal was. Was war das nochmal? Schatten verstecken. Ja, okay. So selten wie ich mit dir schleiche. Dann auf ein weiteres. Cespina stolz, den. Oh, muss eure Sachen. Schwert, das brennt. Habe Creme dafür. Flüssiges Quecksilber, ja. Okay. Weiter. Gucke, wann. Baal hatte. Wenn ich falle. Tada! Ah, der Flegel für alle Kopfgrößen. Okay. Sicher. So, was Hammer das? Hatten wir. Ja, vielleicht habt ihr ja auch ein... Was haben wir denn da? Golem hatten wir. Ja, nettes Helmchen. Hey, Moment, den kenne ich doch. Pelzhelm. Den Helm und zwei Hörner. Ich glaube, die Hörner habe ich. Gucken wir mal.
Die Liste wird immer größer. Ich glaube, ich brauche gleich ein neues, neuen Zettel. Da bin ich. Okay. Das ist vielleicht was. Gut. Hier. Noch was. Herzholz, okay. Schuhe ordnen, ja? Okay, dann mal los. Bitte zurückgehen. Neues Rezept noch nie probiert vorher. Wunderschön. Sespina geht wieder an die Arbeit. Oh ja. So, was bringt der Druidenzauber? Wir haben mal keinen Druiden. Obwohl ja doch. Jahira, aber hm. Was macht der? Generiert Trefferpunkte. Boah, ganz ehrlich. So. Dann gucken wir nochmal weiter, ob wir noch irgendwas brauchen. Sespina stolz. Oh, muss schwer gucken. Wahl hatte, wenn ich... Tada! Bin... Ah, der Flegel für alle Kopfgrößen. Sicher. Vielleicht hat... Nee, doch, was haben wir denn? Gut, die Frage ist... Ja, nettes. Okay, ich grüße. Nun, nichts mehr da. Okay, alles klar. Kann. So viel dazu. Gut. Und vorbei. War schön, euch zu sehen und sowas. Sespina geht jetzt. Macht ein Nickerchen oder sowas. Die Dienerin der Natur ist bereit. So, du hast jetzt, glaube ich, was war das? 5. und 6. noch ein paar neue? Was macht der? Raumverwerfung. Ja, ich glaube, tue ich mir den Verfall mal mit. Vielleicht noch eine zweite Massenerweckung. Obwohl... Das ist halt auch ziemlich cool. Das wäre halt ein bisschen was wie... Ja. Das ist so Insektenplage. Können wir das nämlich mal austauschen? So. Okay, dann bringe ich noch mal kurz die... Packe ich mal noch kurz die Sachen in die Truhe, das müsst ihr jetzt auch nicht mit angucken. Okay, dann haben wir ein bisschen aufgeräumt. Sag mir, gut. Was zu tun ist. So viel dazu. Was soll auf. Ist schon geschehen. Das scheint tote Ratte oder irgendwas zu sein. So, dann. Ich warte. Gucken wir gleich auch mal hier unten noch mal rein. Ist hier los? Nix, ne? Okay. Ja, werfen wir mal einen Blick in den Tempel. Vielleicht haben die auch noch was Interessantes.
bin dabei. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Willkommen im Tempel von Wokienspender. Kann ich etwas für euch tun? Was könnt ihr mir über Balthasar und die Mönche des Klosters sagen? Darüber kann ich nur wenig Gutes berichten. Früher, da kümmerten sich die Mönche um die Menschen in Amketran und halfen ihnen, in der unwirtlichen Wüste zu überleben. Doch nachdem Balthasar die Macht übernahm, haben sich Dinge geändert. In einem Mal war das Kloster mehr damit beschäftigt, Söldner anzuheuern, anstatt den Menschen beizustehen, die mit Leib und Leben auf diese Hilfe angewiesen waren. Balthasar rüstet für den Krieg und vernachlässigt seine eigentlichen Pflichten. Aber ich sollte nicht weiterreden. Das Wohl der Stadtbevölkerung steht auf dem Spiel. Ich darf Balthasar und seinen Anhängern nicht durch leichtfertiges Gerede verärgern, damit Amketran nicht noch stärker leiden muss. Gibt es sonst noch etwas, mit dem ich euch dienen kann? Ich suche eine Frau namens Melissan. Ja, Melissan. Ich kenne die Fürstin, allerdings bin ich ihr seit einiger Zeit nicht mehr begegnet. Früher kam sie oft in die Gegend und war häufiger bei Balthasar und seinen Mönchen zu Gast. Ja, irgendwie klingt das jetzt tatsächlich ganz komisch, muss ich zugeben. Tatsächlich gibt es hier nicht wenige, die Melissan für all das Unglück hier verantwortlich machen, das über unsere Stadt gekommen ist. Einige glauben, sie habe Balthasar dazu verleitet, der Bevölkerung den Rücken zuzukehren und sich anderen Zwecken zu verschreiben. Doch für das, was mit dem Kloster geschehen ist, würde ich eher die Schuld bei Balthasar suchen. Er ist derjenige, der dort die Entscheidung trifft, nicht Melissan. Gibt es noch etwas, das ich für euch tun kann? Kann ich euer Angebot sehen? Die Anhänger von Kien stehen stets zu Diensten, zu einem fairen und ehrlichen Preis natürlich. Okay. Dann, ja, brauchen wir, glaube ich, erstmal nichts. So. Oh, guck mal, ein Druidenring. Du hättest tatsächlich noch ein paar extra starke Heiltränke. Weißt du was? Und noch eine Tränketasche. Warum nicht? Ja, das gönne ich mir gerade mal. Ich glaube, mit dem Spenden würde ich mich auch nochmal irgendwann einlesen. Ich meine, wir haben jetzt Geld. Ich weiß nicht, wenn das halt irgendwas Permanentes bringt, wird es sich auf jeden Fall lohnen. Da mal Kohle zu investieren. So, du kannst, glaube ich, mal noch einen verwenden. Du vielleicht noch. Wir hatten viele Tränke gerade. Ich glaube, die haben wir alle wieder abgenommen, ne? Ja, ich meine, du kannst ja noch ein paar Sachen wie... Was weiß ich. Diebestränk und sowas reinlegen. Ah, das sorgt aber dafür, dass du überladen bist. Okay, dann nicht. Dann du. Das packen wir dann mal noch da drauf. Brauchst du eigentlich eine Tränketasche? Mir hat jetzt jeder schon eine, ne? Jo. Okay. Dann haben wir da, glaube ich, alles. Auch nochmal kurz rein. Vielen Dank.
Das war's dann. Das darfst du dann irgendwann nochmal verkaufen. Wenn es denn sein muss. So, ich habe auch gesehen, mir fehlen tatsächlich noch zwei Sternsaphire. Nicht nur einer. Ich glaube, das habe ich auch für irgendeinen anderen Gegenstand gebraucht. Warte mal, geht's hier hoch? Hier war ja gerade noch jemand. Schmugglerhöhle. Da ist Marlos Haus. Kloster ist er, glaube ich, nicht. Ah, da geht's rein. Aber dann muss ich aber tatsächlich, glaube ich, hier rüber. Ja, schauen wir mal in die Schmugglerhöhle rein. Euch mag das ja komisch vorkommen, aber tagsüber kann man wenigstens sehen, was auf einen zukommt. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Ja, ja. Oder haben wir sonst irgendwas, was ich hier großartig übersehen habe? Ist hier noch irgendwas? Da gibt es zumindest glänzende Technik. Söldner Hauptmann. Die Söldner stehen im Diensten des Mönchsordens. Sprecht mit dem Orden, wenn ihr etwas von uns wollt. Okay. Alles klar. Dem Jungen. Wer seid ihr? Wenn ich ein Schwert hätte, dann wird der Balthasar mit Geld zahlen, oder damit ich mich seiner Armee anschließe. Ja, bestimmt. Oh. Monster kommt. Zieht eure Waffen. Oh. Du beschwörst hier was? Minotaurus. Okay. Auf meiner Klinge steht euer Name. Cool. Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Meine Bogenschützen müssen in Topform bleiben. Das soll also eine Art Training sein, ja? Ich habe keine Lust, meine Zeit mit einem liederlich daherredenden Bauerntölpel zu vergeuden. Meine Bogenschützen müssen üben. Meine Aufgabe besteht darin, Monster zu beschwören, damit sie ein Ziel haben, das sie anvisieren können. Ist das nicht gefährlich? Was, wenn die Monster ausbrechen? Das ist ja eine Privatveranstaltung. Niemand hat euch gebeten, eure Nase da reinzustecken. Und es verschwindet. Geht mir nicht länger auf die Nerven. Ich hätte aber noch ein paar Fragen. Das ist es. Ich bin eurer störenden Unterbrechung jetzt aufrichtig leid. Jungs, wir haben ein neues Ziel. Feuer! Okay. Tja, wenn du halt so unhöflich reagierst. Und Kettenhemd. Na, bluten wir gleich. Das sind aber sonst alles nur normale Söldner und keine Magier.
So, zerlegen wir euch mal. Gut, da haben wir jetzt eine ganze Menge Zeug wieder zum Identifizieren und Verkaufen. Ich glaube, die Helme waren es auch nicht so unglaublich viel wert. Mehr kann ich nicht bevorzuge tun. Das Licht des Tages. Ich habe etwas abgelegt. Das Böse soll die Gerechtigkeit, die ich ihm zuteil werden lasse, bei hellem Licht sehen. Dunkelfeuerboden. 4. Ein Kurzbogen, das wäre eventuell auch was für Iomen. Mhm. Plus 2 Pfeile. Gut, dann werde ich auch hier nochmal eine Runde sortieren und ausrüsten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.